Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Natürlich wollen wir auch das LG G-Pad 8.3 einem kurzen Gaming-Test unterziehen und deshalb schauen wir in diesem Video, wie es sich in den Spielen Temple Run 2, Dead Trigger 2 und Modern Combat 4 so schlägt. Vorab immer das Übliche, ich habe das Gerät natürlich eben neu hochgefahren, wir haben keinerlei laufende Apps und sobald ich mit einem Spiel fertig bin, werde ich dieses wieder schließen, bevor wir ein neues starten, sodass wir hier wirklich die volle Hardware-Power dieses Tablets zu sehen bekommen. Die Spiele sind allesamt nicht vorinstalliert, ihr könnt euch aber Temple Run 2 und Dead Trigger 2 in einer kostenlosen werbefinanzierten Version im Play Store herunterladen und da könnt ihr Modern Combat 4 auch kostenpflichtig erwerben. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Und den Anfang macht wie immer Temple Run 2, definitiv nicht das Spiel mit den höchsten Anforderungen, aber nach wie vor eines der beliebtesten. Ich werde oft gefragt, ob das auch problemlos läuft, insofern wollen wir uns das anschauen. Ich schalte hier direkt mal die Lautsprecher ein, wir gehen auch hier mal schnell ins Menü und in die Settings und dann hier zu Visual Quality, stellen das Ganze auf Best, gehen wieder zurück und drücken hier direkt auf Play. Ja, wir fangen gleich mal an, was sofort auffällt. Die Darstellung ist natürlich hier sehr schön scharf. Da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Die Kontrastwerte wirken hier auch relativ ordentlich. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und ich denke, ihr seht auch, die Performance ist hier wirklich ganz ordentlich. Also das läuft hier relativ flüssig. Ruckler gibt es nicht. Das kann man von einem Gerät mit Qualcomm Snapdragon 600 auch erwarten. Aber wie gesagt, es gibt ja auch immer Geräte, die mit dem G-Pad 8.3 die mit Temple Run 2 Probleme haben, entschuldigt bitte, kann immer mal vorkommen. Insofern wollen wir das hier natürlich auch testen und es ist immer ein ganz guter Anfang, bevor wir dann zu den deutlich aufwendigeren Spielen, in diesem Fall sind es ja dann später noch zwei Shooter kommen, also da können wir uns ja dann mal anschauen, wie die Performance wirklich ist. Wir halten fest, Temple Run 2 läuft wirklich sehr schön flüssig, da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Und weiter geht's mit Dead Trigger, einem sehr, sehr bekannten und auch noch sehr, sehr neuen Spiel. Der Vorgänger war ja sehr beliebt. Ich finde auch das Neue ziemlich cool. Wir klicken hier direkt auf Spielen. Es läuft kurz die Authentifizierung. Die Spieledaten werden abgerufen. Und was man hier dann bei diesem kurzen Ladescreen auch ganz gut erkennen kann, auch hier ist die Darstellung wirklich wieder sehr, sehr schön scharf. Ist gut an die hohe Auflösung dieses Displays angepasst und macht einiges her. Ja, bevor wir jetzt hier direkt beginnen, möchte ich nochmal schnell in die Optionen gehen unter Leistung und euch zeigen, das Ganze ist hier natürlich auf hochgestellt, also ihr seht hier wirklich die volle Performance des Gerätes. Am Anfang gibt es immer so kleine Mikroruckler, aber das war schon beim Vorgänger so. Ich schiebe das einfach mal hier auf das Laden, denn danach werdet ihr ganz gut sehen, dass das Ganze hier wirklich sehr schön flüssig läuft. Wir gehen hier mal hoch. Und da macht auch das Display eine gute Performance, sieht alles insgesamt echt toll aus. Wir erlegen den ersten, gehen hier runter und dann wird es auch nochmal deutlich interessanter. Dann wollen wir auch noch etwas rumballern und uns auch das etwas genauer anschauen. Und ihr seht auch, hier gibt es wirklich keine Probleme. Auch das läuft wirklich sehr schön flüssig und macht wirklich einiges her. Ja, ich denke, man sieht auch bei Dead Trigger 2 ganz gut, dass das Nexus 7 2013 nicht wirklich Probleme hat. Wir können uns hier auch nochmal ganz schnell unsere Munition auffüllen und dann ist das erste Level auch schon fast gelaufen, wenn wir hier eben hintergehen. Und ich denke, man hat ganz gut gesehen, auch der Trigger 2 macht mit dem LG G-Pad 8.3 einiges her, macht einiges an Spaß, gefällt mir. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt auch noch Modern Combat 4 an. Man merkt jetzt schon, dass das Gerät etwas wärmer wird im Vergleich zu vorher, als ich das Ganze noch gestartet habe. Aber es ist überhaupt nicht unangenehm. Also ich spiele jetzt schon circa seit 10 bis 20 Minuten, aber das fühlt sich überhaupt nicht unangenehm an oder dergleichen. Also bewegt sich wirklich noch absolut im Rahmen und da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Ihr wisst es noch, beim Optimus G gab es oft das Problem, dass sich die Displayhelligkeit nach einer kurzen Zeit Spielen oder nach Benchmarks heruntergeregelt hat. Ich habe jetzt direkt die Benchmarks und den Gaming-Test hintereinander gemacht, wollte das provozieren, weil ich gelesen habe, dass einige dieses Problem auch mit dem G-Pad 8.3 haben. Ich muss aber sagen, ich hatte das schon beim LG G2 nicht mehr und ich habe es jetzt auch beim G-Pad 8.3 nicht wirklich reproduzieren können, bisher noch nicht. Ihr wisst es, Modern Combat 4 ist sehr aufwendig, vielleicht passiert es ja jetzt,
direkt vor der Kamera. Wäre natürlich sehr, sehr interessant, werden wir sehen. Auch hier wieder wirklich tolle Grafik. Ich denke, das sieht man hier ganz gut. Wir überspringen diese kurze Intro-Sequenz und fangen dann gleich mal an mit unser aller Lieblingsspiel. Was man hier merkt, wenn man nach vorne läuft, diese typischen Framerate-Einbrüche, die es bei Android-Geräten mit Modern Combat 4 eigentlich nahezu immer gibt, aber auch das ist besser als bei den meisten anderen Geräten. Klar, wir haben hier den Qualcomm Snapdragon 600, also was ich damit sagen will, die Gaming-Performance ist wirklich ordentlich. Die ersten mussten hier auch schon wieder dran glauben und ich gehe wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach und werf hier mal eine Granate nach vorne. Und ich denke, ihr seht, auch das macht eigentlich echt keine Probleme und läuft wirklich sehr, sehr schön, sehr gut. Vielleicht werfen wir hier auch nochmal eine Granate nach vorne. Schauen, ob sich der gute Ersteindruck bestätigt. Und auch da gibt es jetzt überhaupt keine Probleme. Na, einer ist noch hier. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Anfangssequenz hier. Ich denke, ihr habt ganz gut gesehen, auch bei Modern Combat 4 keine wirklichen Probleme. Ich konnte jetzt auch nicht beobachten, dass sich die Display-Helligkeit irgendwie nach unten geregelt hätte. Vielleicht muss man da dann wirklich eine Stunde oder so spielen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das auch wirklich ein Vorsichtsmechanismus, den LG da implementiert und das Ganze ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, aber es ist nicht so schlimm wie bei Huawei, also dass sich schon bei kleinster Belastung die Geräte nach unten regeln. Was lässt sich abschließend sagen, wie nahezu jedes Gerät mit dem Qualcomm Snapdragon 600 eignet sich auch das G-Pad 8.3 nahezu perfekt fürs mobile Gaming. Auch die Display-Diagonale von 8,3 Zoll macht sie hier wirklich eine gute Figur. Wer also gerne mal mit seinem Tablet zockt, der macht mit dem G-Pad 8.3 nichts falsch. Ja Leute, das war's auch schon wieder von diesem kurzen Gaming-Test mit dem LG G-Pad 8.3. Ich hoffe natürlich wie immer, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage in diesem Sinne Ciao, bis zum nächsten Mal.